Wir sind dafür, dass ein Waldkindergarten auch im Stadtgebiet Pattensen gegründet wird, da eine naturnahe Kinderbetreuung den Kindern eine wertvolle Erfahrung fürs Leben bietet. Für eine verlässliche und ortsnahe Kinderbetreuung im gesamten Stadtgebiet. Ich wünsche mir, dass Inklusion nicht auf dem Papier gelebt wird und dass es wieder einen Schulkindergarten gibt, in dem Kinder bei Bedarf auf die Schule vorbereitet werden können. Ich bin für einen Schulkindergarten, weil Kinder, die nicht schulreif sind und eingeschult werden, dort auf die Schule vorbereitet werden können. Für die Energiewende müssen mehr Menschen auf Fahrräder umsteigen. Wir fordern den Ausbau von Fahrradinfrastruktur in Pattensen. Wenn in Zukunft Straßen in Pattensen ausgebaut werden, muss die Infrastruktur für Radfahrende und FußgängerInnen immer mitgedacht werden. Flickenteppiche, wie an der Göttinger Straße, an denen es viele unübersichtliche und gefährliche Stellen gibt, darf es in Zukunft nicht mehr geben. Es ist für mich wichtig, Menschen zu erklären, um sie mitzunehmen. Wir leben in einer Demokratie. Demokratie heißt erklären und Menschen zu gewinnen. Nur wenn ich Menschen gewinne, schaffe ich es, unser Ziel entspannt zu erreichen.